Hallo und herzlich willkommen zum kleinen Video zum Thema Supporter-Tickets auf dem Brauste-Hoffnungsserver. Kleines Problem, hier, diese Türe ist verschlossen. Das Problem an der Sache ist nur, mir gehört dieser Shop, das heißt, es hat irgendjemand anderes hier verschlossen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie bekomme ich die Türe auf? Was die meisten User hier machen, ist, dass sie einfach in den Chat reinschreiben, sowas wie Hilfe und dann haben die meisten Supporter keine Ahnung, was eigentlich los ist. Es kann auch leicht überlesen werden. Das heißt, wir haben hier ein Ticketsystem, das man über PE aufrufen kann. Das heißt, PE Create erstellt mir eine neue Ticketanfrage und in meinem Fall ist jetzt einfach, Türe ist verschlossen. Jetzt ist es so, dass sich, sobald der nächste Supporter frei ist, dieser sich einklingt, wie man jetzt hier sieht. Und dann ziemlich schnell zu dem Punkt portet, wo ich dieses Supporter-Ticket aufgemacht hat. Es kann auch sein, dass, wenn der Supporter dann da ist, er noch schnell nachfragt, ob das mein Haus ist. Ja, ist meine Türe. Und dann wird es für gewöhnlich ziemlich schnell behoben. Vielen Dank. Am Ende sollte man sich bedanken, weil, wie gesagt, Supporters freut es auch, wenn man sich mal kurz bei ihnen bedankt. Und das wär's dann schon. Dann kann man noch über PE View und dann sein Ticketnummer, also in meinem Fall war das die 52, sehen, was passiert ist. Das heißt also, ich habe ein Supporter-Ticket gestellt, King Butz hat sich dafür verantwortlich gefühlt und dann entweder macht das Supporter ich. Es oder ich kann ich einfach sagen, okay, Anfrage hat sich erledigt, das heißt PE Close 52. Und damit sind wir schon am Ende unseres kleinen Videos.